Zurück aus der Deutschland-Cup-Pause. Die Adler Mannheim wollen ihre Siegesserie auf 3 Spiele ausbauen. Die Mannschaft von Coach Dallas Aikens trifft aber auf die Augsburger Panther. Die ihrerseits müssen ihre Niederlagenserie beenden. 5 Spiele am Stück verloren vor dem Deutschland-Cup. Spätstarter der Liga. Die Augsburger kommen direkt mit richtig Speed raus. Keine Minute gespielt. Cody Kunick mit der ersten dicken Gelegenheit für die Augsburger Panther. Tiefensee im Tor der Mannheimer aber sicher. Im Gegenzug quasi Mannheim mit mehr Spielkontrolle. Und dann wird es unübersichtlich. Proske erst geblockt an Sajak und dann ist Chris Bennett da. Und schiebt nur noch ein zur Mannheimer Führung. Erster Block, dann wird es unübersichtlich. Straussmann kann die Scheibe nicht kontrollieren. Und Chris Bennett freut sich spitzbübisch am zweiten Pfosten zur frühen Mannheimer Führung. Die wiederum dann die Adler dazu nutzen, richtig Druck aufzubauen. Doch das geht nach hinten los. Fischbuch verliert die Scheibe an der gegnerischen braunen Linie. Und TJ Trevelyan mit dem Ausgleich, mit dem durchaus überraschenden Ausgleich. 2 Minuten nach dem Rückstand. TJ Trevelyan, 40 Jahre jung bei so einem Antritt und so einem ganz weichen Händchen. Bisschen was zu notieren. Für Dallas Aikens nach dem ersten Drittel steht es nur 1:1, obwohl seine Mannschaft eigentlich weiter tonangebend ist. Im zweiten Drittel auch wieder Mannheim mit viel mehr Scheibenbesitz, viel mehr Zeit vor dem Tor von Straussmann. Und Markus Henneken mit der logischen Konsequenz das 2:1 für die Adler. Mit ganz viel Gefühl die Rückhand oben rein. Straussmann ohne Chance. Kurz danach aber die Augsburger wieder. Obwohl wenig Spielanteile kommen sie zum 2:1. Oblinger scheitert aber an Tiefensee. Da wäre sie gewesen, die erneute Augsburger Chance zum Ausgleich. Ja, und quasi im Gegenzug, nur 1 Minute später, wieder Mannheim mit Gilmore, Esposito und dann Stipist Christian Reichel. Die Scheibe ins Tor. Ganz bitter für Augsburg. So nah dran am eigentlichen Ausgleich. Und auf einmal mit 2 Toren hinten. Sehr zum Ärger von Augsburgs Coach Ted Dent, der aber in der Drittelpause offensichtlich die richtigen Worte findet. Denn seine Panther direkt hellwach im dritten Abschnitt. Trevelyan, Kunick, der Anschluss. Nur noch 3:2. Trevelyan nutzt da den Fehler von Čiček aus. Und im Slot völlig frei schweißt Kunick unter den Giebel ein. Augsburg danach ein bisschen selbstsicherer und mit der guten Gelegenheit auf den Ausgleich. Chris Collins scheitert aber allein an Arno Tiefensee. Kurz darauf dann aber wieder Mannheim, quasi im nächsten direkten Gegenzug. Schöne Kombination der vierten Reihe. Heim dann mit dem Auge für Jordan Swartz. 4:2 und wieder verpasst Augsburg die Möglichkeit zum Ausgleich und bekommt die Quittung direkt, diesmal durch Jordan Swartz. Ab dann Mannheim sehr gefestigt, Augsburg dagegen verunsichert. Gilmore tankt sich durch, findet Tom Kühnackel. Und spätestens jetzt, 7 Minuten vor dem Ende, ist alles klar. Kühnackel artistisch auf einem Knie in den Knick und den Schlusspunkt dieser Partie. Den setzt dann am Ende Jyrki Jokipacka in Überzahl. Trifft der Finne sein 4. Saisontor für Gilmore. Der 3. Assist an diesem Abend. Und die Adler Mannheim feiern ihren 3. Sieg in Serie und vor allem ihre 4. Reihe um Maximilian Hein. Ich denke, weil wir als Team einfach geschlossen hart reingekommen sind, direkt von Anfang an das gemacht haben, was wir eigentlich auch vor der Pause durchgezogen haben. Und ich denke, hier haben wir uns dementsprechend dann belohnt. We need more traffic at the net, you know, preaching the same stuff that most coaches are. But again, we hung in there and one shot away from tying it middle of the third. And then they got a couple quick ones and that was it. Die Adler also mit dem Heimsieg nach der Deutschland-Cup-Pause feiern ihren 3. Sieg in Serie. Ja, alles in Ordnung also für Dallas Aikens und seine Adler. Dagegen die Augsburger Panther. Für die wird es langsam eng.
denn die empfangen mit 6 Niederlagen im Gepäck am Sonntag die Iserlohn Roosters. Live bei Magenta Sport.